Bam, da sind wir. Feel Good Podcast, Solo-Folk. Bisschen speziell heute. Es ist nämlich schon Samstag. Normalerweise kommt am Freitag eine neue Folge. Heute ist Samstag, 11. Februar. Es ist der spätere Morgen, wie man so gerne sagt. Ich habe meinen ersten Kaffee gehabt und ich bin in meiner Küche. Und ich möchte zuallererst möchte ich schnell sagen, morgen, Sonntag, 12.02., wer das jetzt gerade gelost hat, sozusagen, kommt am 21.40 auf SRF 1 mein Comedy Showcase. Das sind 35 Minuten, ein Zusammenschnitt, sozusagen ein kleines Best-of von meinem noch aktuellen Solo-Programm Standoff. Das kann man sich einerseits live am Fernsehen geben, wenn man wie ich grosser Tatort-Fan ist und nach dem Tatort findet, ich schaue jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Man kann sich das aber auch online geben. Ja? Zum Beispiel auf meiner Webseite habe ich es verlinkt. Man kann es aber auch auf Play SRF schauen. Also würde mich sehr freuen, wenn die eine oder der andere dort reinschaut oder das Ganze schaut. Ich freue mich auf Feedbacks, ich freue mich über Erwähnungen, wo man kann reposten und so weiter und so fort. Ich weiss, ich werde es schauen. Und zwar mit ein paar sehr idiotischen Kollegen, wo ich mich aber sehr darauf freue. Und wir werden es quasi als Teil von unserem Super Bowl oben machen. Ja, wir haben oft so ein Get-Together von ein paar Leuten, die finden, wir schauen Football, wir machen auch noch irgendwie sonst ein bisschen dumme Spiele machen. Und diesmal machen wir das sogar ein bisschen weiter weg von Basel, als ich das gewohnt bin. Und zwar machen wir so ein halbes Public Viewing, könnte man fast sagen. Es wird öffentlich auf einer Leinwand den Super Bowl geschaut und werden wir noch mein Special sozusagen irgendwie auf die Leinwand kriegen. Bin ich sehr gespannt. Und das andere, was ich auch noch schnell wieder warne, ist, dass, falls ihr zum Beispiel auf meine Webseite geht, zum Standoff in einem Zusammenschnitt zu sehen, könntet ihr auch auf meine Webseite, um die allerletzten Tickets zu kaufen für das Solo. Ich spiele es nämlich noch genau 4-mal. Und das, so, ich würde jetzt mal sagen, so im Breitengrad, so die ganz Breite von der Schweiz, ja. 21. Februar 2023 im Bernhard Theater in Zürich. Das heißt, dort sind wir so plus minus in der Mitte von dem Breitengrad. Ja. Dann aber 11. März 2023 in Altstetten mit A, das ist im Rheintal. Ja. Also eher weiter rechts auf dem Breitengrad, auf dem Gürtel. Dann am 17. März im Kesselhaus in Pfäffikon, Zürich. Ja, das ist halt einfach so ein bisschen weiter rechts als Zürich selber. Was hat man? Halbe Stunde? 40 Minuten? Irgendwie so. Kommt auf von wo? In Zürich. Und 25. März ist die allerletzte Show. Standoff Derniere im Kulturhaus Hebsen in Basel. Somit sind wir dann ganz links von dem Gürtel. Sehr, sehr umständlich erklärt, für die Sie einfach ein bisschen Zeit schinden, während ich euch erzähle, dass ich noch 4-mal das Solo spiel. Das sind die letzten Termine, also kommt vorbei, wenn ihr Bock habt. Mein neues Solo, ich habe es glaube ich noch nie laut ausgesprochen, ich mache das jetzt hier in diesem Feelgood-Podcast für meine Mutzis. Ja. Mein neues Solo heisst Zero und ich bin ja schon so ein bisschen in der Erarbeitung, das habe ich euch schon erzählt. Wir sind jetzt aber schon deutlich weiter, weil wir haben Tourdaten, davon auch schon sehr viel
auch auf der Webseite. Könnt ihr euch jetzt auch schon mal reinziehen, wo ich dann so wird spielen. Durch das sieht man auch, wie es aussieht. Alles so Prozesse, wo ja Leute, die den Podcast hören oder sonst ab und zu verfolgen, ja, ein bisschen mitkriegen, was da alles dahinter ist, bis man ein neues Solo-Programm am Start hat. Und da kann man jetzt einzelne Sachen definitiv auch sehen. Wie eben zum Beispiel, wie es aussieht, ein Pressetext hat es auch, Daten hat es, Tickets sind schon verfügbar. Alles so Sachen. So, das sind jetzt sehr, sehr lange Werbespots gesehen. Und wenn ihr bis dahin durchgehalten habt, dann danke vielmal. Vielen, vielen Dank. Und ich gehe jetzt. Das war es von der heutigen Folge. Natürlich nicht. Obwohl ich weiß nicht, was für einen Unterschied es macht, wenn ich euch jetzt noch ein bisschen weiter Zeugs erzähle. Aber die Geschichte, warum ich jetzt überhaupt eine Solo-Folge aufnehme, an einem Samstag, ist alles ein bisschen komisch. Weil unser Gast, den wir diese Woche aufgezeichnet hatten, wir hatten am Dienstag aufgezeichnet, und zwar am Freitag rausgekommen, hat am Montag ein unglaublich nettes Mail geschrieben. Es ist sehr, sehr ausführlich gesehen der Entschuldigung, dass die Person nicht kommen kann, weil sie krank ist. Und zwar so richtig, wir nehmen lieber keinen Podcast auf krank. So, wo man sagt, auch wenn man noch im 2019 war und noch nie etwas von Corona gehört hat, hat man gesagt, ich glaube nicht, dass wir so einen Podcast aufnehmen. Also schon next level. Es ist nicht, ich habe ein bisschen Schnuppe, sondern krank. Wir haben es natürlich durch das ein bisschen sehr kurzfristig nicht mehr hingekriegt, irgendwie jemand anders zu organisieren. Ich habe auch nicht wollen, dass das irgendwie so eine Ersatzgeschichte wird. So, hey, komm du nur als Ersatz von jemandem. Sondern wir haben ein paar tolle Gäste aufgeleistet für die nächste Woche. Kommen auch alle. Und danach ist es halt so, dann heisst es, ja, dann macht halt der Schölle, macht halt den Solo-Folge, gell, ist kein Problem. Hockst du noch an, du ein bisschen ins Mikrofon reden und auf einmal ist eine neue Folge draus. Ja, jetzt ist das halt so. Sorry. Aber ich habe gedacht, ich könnte euch ja trotzdem ein bisschen erzählen, was so passiert ist in der letzten Woche. Einerseits beruflich, andererseits auch neben der Bühne. Angefangen mit, was ich euch jetzt gerade alles erzählt habe, die Tourdaten, die wir jetzt da zusammengesetzt haben und eben das Special und so, das habe ich alles schon ein bisschen erzählt. Was ich aber auch gemacht habe, ist, und das habe ich wirklich so hauptsächlich für mich gemacht und für niemand anders, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben bin ich bei einer Impro-Comedy-Show auftreten. Und also Impro-Theater, wirklich, mit sehr, sehr klarem Anspruch, dass das auch sehr lustig sei. Und da gibt es im Theater im Zollhaus in Zürich ganz, ganz ein tolles neues Theater. Ist eigentlich während der Pandemie aufgegangen. Da gibt es eine Impro-Theatergruppe, die nennen sich An und für sich. Und die Melanie Baumann heisst sie. Ist auch schon auf Stand-Up-Bühne gesehen, hat 2017 den Swiss Comedy Award gewonnen. Ich glaube 17. Kategorie Best Talent. Sie ist dort auch dabei. So, wir haben uns irgendwann wieder gesehen, wo wir etwas gefilmt haben. Da haben wir so ein bisschen geredet und dann hat sie gesagt, du Impro-Theater war doch auch etwas für dich. Und ich habe immer schon Impro-Theater, Impro-Comedy geliebt, wirklich. Ich habe es grossartig gefunden. Ich bin früher zum Beispiel Amsterdam, ich weiß gar nicht wie oft, aber ich bin dort immer wieder eine Impro-Comedy-Gruppe schauen. Die nennen sich Boom Chicago. Ich glaube, das gibt es immer noch. Die Leute drin wechseln natürlich, aber dort sind Leute dabei gesehen, wie zum Beispiel Seth Meyers, wo jetzt
jetzt das seit Jahren eine riesige Late-Night-Show hat in den USA. Früher Headwriter war für Saturday Night Live. Amber Ruffin ist mal gesehen. Und ja, alles so Leute, die zum Teil in den USA jetzt wieder sehr, sehr erfolgreich sind. Und ich bin das immer geschaut und ich habe das geliebt. Das ist so geil gewesen. Und es gibt auf Netflix zum Beispiel gibt's, Middle Ditch and Schwartz, was auch eine großartige Impro-Comedy-Show ist. Auch für Leute, die mal so ein bisschen wollen, neu mal etwas schauen. Und in der Schweiz gibt es eben ganz tolle Gruppen. Ja? Also das, das Theater am Zollhaus hat wahnsinnig viele Shows. Und tolle Shows, dann gibt es die Impronauten, ist vielen Begriff, und es gibt noch ganz viele andere. Aber ich möchte jetzt vor allem die erwähnen, an und für sich. Und dann hat sie gefunden, das wäre doch etwas. Und ich, ja, mega gern. Und dann haben wir ein Datum gefunden für eine Show, die hat sich genannt Maestro. Und das ist wirklich so. Man kriegt auf der Bühne verschiedene Szenen und Aufgaben immer spontan, wo man dann irgendwie muss, ja, lösen, tun so blöd, sondern wo man dann oft macht. Und das Publikum tut das dann immer benoten, von 1 bis 5. Und dann wird immer wieder mal zusammengezählt und wir sind irgendwie 10 sind wir gesehen, oder 12. Und dann so in der Pause müssen ein paar gehen und dann wird man immer weniger. Und am Schluss bleibt oft nur noch eine oder eine übrig und gewinnt dann sozusagen eine symbolische 5 lieber. Also gut, logischerweise überhaupt nicht um Cash oder so oder ums Gewinnen, sondern effektiv um den Spaß an der Sache. Und ich habe unglaublich viel Spass gehabt. Wirklich. Ich habe das so geil gefunden. Ich bin dort gestanden, auf dieser Bühne, und man macht zuerst noch so ein bisschen so Aufwärme-Zeugs, bevor das Publikum kommt, wo man einfach so klassische Theaterübungen macht und einfach so das eine Teil vom Hirn so ein bisschen aktiviert, dass man effektiv nicht mehr nachdenkt. Das klingt immer so komisch, aber das Hirn ist dann nicht mehr am überlegen, was man macht, sondern irgendwann ist man einfach am Machen, einfach instinktiv. Und ich habe natürlich immer so gedacht, ja, wenn ich irgendwie so auf der Bühne Stand-up mache und dann tue ich mal ein bisschen improvisieren mit den Leuten und so. Trotzdem ist das Teil vom Hirn nie so heftig aktiviert, wie wenn man rein Impro Comedy macht. Also man muss, der Hyper-Mode wird einfach noch viel heftiger und man muss noch mehr überlegen und noch mehr, also eben nicht überlegen, sondern es geht alles noch viel schneller. Das meine ich eigentlich. Es ist wirklich instinktiv entscheidet die Hirne 37 kleine Sachen innerhalb von Millisekunden. Wirklich so. Es ist, glaube ich, sehr schwer zu beschreiben, wie ich jetzt gerade merke. Aber ohne das jetzt zu lang machen, habe ich dort mitgemacht. Und was ich gemerkt habe, ist, wie ich danach, weil ich eben irgendwie den Teil vom Hirn irgendwie so aktiviert habe, wie ich danach, ich habe so 3-4 Tage, bin ich immer noch mega, mega kreativ gesehen. Das klingt jetzt so blöd, aber ich habe dann wirklich so komplett neue Ideen gehabt, jetzt für das neue Solo, wo ich auf einmal immer so einen anderen Blickwinkel gekriegt habe, und es war sehr, sehr geil gewesen. Und ich möchte einerseits der Melanie danken, die mich dort irgendwie reingezogen hat, andererseits aber auch Björn, der Veranstalter sozusagen ist von dieser Show. Ist wirklich ein grossartiger Impro-Spieler und alle anderen, die dabei gewesen sind. Ja. Aber denen zwei möchte ich speziell ein Shoutout geben und euch empfehlen, das mal gut zu schauen. Ja. Findet ihr online Theater am Zollhaus an und für sich. Und das Maestro ist immer ausverkauft. Also ich glaube jetzt, was bin ich jetzt gesehen? Wo ich gesehen bin, hat es geheißen Sieg, glaube ich. 8-mal hintereinander jetzt ausverkauft gesehen. Richtig, richtig geil. Und ja, könnt ihr es mal schauen. Schaut einmal online, Impro-Comedy, also wenn ihr euch für Comedy interessiert, logischerweise ist Stand-Up-Comedy meine persönliche Leidenschaft und meine Basic, aber ich finde Impro-Comedy wirklich etwas
Unglaublich geil. Was habe ich sonst gemacht? Geburtstag habe ich gehabt. Wahnsinn. Ja, jetzt bin ich 35. Finde ich großartig. Finde ich ein gutes Alter. Und ich mache nicht so ein großes Tamtam um meinen Geburtstag. Also wirklich ganz bescheiden auch diesmal. Nur 200 Leute eingeladen. Und ein paar Tante Ochsner ist gespielt. Nein, sondern meine Freundin und ich, ich habe gesagt, ich würde gerne weg. Weil der Vorteil ist ja, wenn man weg ist, dann kann man nicht etwas mit anderen Leuten machen. Ich will auf keinen Fall andere Leute sehen an meinem Geburtstag. Stimmt nicht ganz, aber einfach, ich brauche nicht immer irgendwie. Entweder macht man ein Fest oder man lässt es sein. So, oder? Und manchmal macht man irgendetwas Kleines. Letztes Jahr habe ich irgendwie hier an dem Tisch, wo ich jetzt gerade sitze, habe ich mit meiner Familie haben wir etwas gegessen. Und ja, manchmal macht man etwas Größeres und manchmal macht man etwas Kleineres. Und diesmal habe ich gefunden, hey, ich bin gerade sehr fern davon, einfach weg zu sein. Und ich eigentlich mal in Schwarzwald wollen. Ich liebe Schwarzwald. Ich finde Schwarzwald so toll. Aber das Problem ist, ich habe einen Mittwochgeburtstag gehabt und dann hast du irgendwie alles zu. Alle die Restaurants, die ich toll gefunden habe. Oder auch das Hotel, wo wir gehen wollten. Hat man einfach ein Hotelzimmer nehmen können, aber das Restaurant unten war zu. Und ich so, pff, das ist doch irgendwie auch blöd. Und dann haben wir sehr spontan, oben fort, haben wir irgendwie ein bisschen Sachen angeschaut und dann haben wir gemerkt, hey, wir sind beide noch nie in Konstanz gesehen. Weil das ist jetzt eben, wenn man so auf der linken Seite von dem Schweizer Gürtel ist, ja, in Nordwestschweiz, dann geht man sehr selten auf die rechte Seite vom Gürtel, weil in der Nordwestschweiz hat man schon gerade nebendran Deutschland und noch Frankreich. Und Konstanz, kann ich mir dann sagen lassen, wird sehr gern von so Einkaufstouristen besucht. Also die unglaublich verräterischen Menschen, wo über die Grenze gehen, um günstiger Geld im Ausland zu gehen. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Geil gesehen. Zalando Outlet, Baby. Nein, sondern ich bin Fan von so deftiger deutscher Küche. Und ich habe gefunden, irgendwie so, das war geil, das kam im Schwarzwald gut. Haben wir dann gemerkt, kam auch in Konstanz gut, ja. Sind wir in so einem Wirtshaus. Und der Rhein, mir ein ganz neues Konzept, so ein Fluss, wo so heisst, da ist auch noch vorne dran durchgeflossen. Und dann sind wir zu oben, sind wir in einem Restaurant, wo, weißt du, so, ich bin halt einer von denen, der Frank Richter macht sich immer lustig über das und hat sogar einen kleinen Joke in seinem Programm, aber ich bin einer von denen, wo auf Bewertungen online schaut, bei Restaurantwahl. So, Google finde ich sehr aufschlussreich und ich tue das auch immer schön sortieren, so nach je nachdem, in welchem Land man ist, weiß ich, wie viel 3,9 wirklich wert ist. und in dem Fall sind wir in Konstanz in einem Restaurant, wo eine 4,7 K hat. Und das ist jetzt nicht ganz 4,7 gesehen, haben wir so gedacht. Aber der Wirt, der hat es zu einem 4,7 gemacht. Was für ein geiler Sieg ist das denn gewesen? Das ist erstens mega nett gewesen, der ganze oben. Und dann, am Schluss, wo wir gezahlt haben, ich glaube schon, wo wir am Zahlen gesehen sind, hat meine Freundin gefunden, sie zahlt. Und dann hat er, glaube ich, einen Spruch gemacht oder so. Und dann hat sie gesagt, ja, es ist sein Geburtstag. Und dann hat er so, das sei ich erst jetzt. Wie alt bist denn du? Und so.
Und dann hat er ein bisschen von sich angefangen zu erzählen. Der Dude ist 70 und ist Wirt in dem Restaurant allein. Der macht alles allein. Ja? Also nicht nur kochen. Und der Küche hat er jemanden. Aber alles, was draußen ist, drinnen, Service, zum Teil bis zu, bis zu 120 Leute, tut er irgendwie allein machen. Und der ist 70. Und der ist topfit. Und er geht noch in die Disco. Hat uns erzählt, ja, zum Beispiel genau so ist es losgegangen, weil ich 35 bin, hat er gesagt, ah, er hat auch Kinder und irgendwie, er sei jetzt 70 und er sei schon Urgroßvater, weil irgendwie seine Tochter hat ein jung Kind gekriegt und das hat jetzt irgendwie auch ein jung Kind gekriegt und so. Und er schafft schon Urgroßvater, aber er selber ist 70, läuft mit einem Hoodie rum, sieht auch wirklich nicht aus wie 70 und geht noch in den Club, in die Disco mit seinen Enkelkindern. Die holen ihn ab, wenn er fertig geschafft hat im Restaurant. Dann können sie Party machen. Dann gehen sie am 6 Uhr morgen gehen sie noch zu einem Bäck, den er kennt. Dann holen sie dort zum Morgen ein paar Brezel und so. Und dann essen sie das noch. Ja. Er ist, das finde ich die geilste Geschichte, er ist Ping-Pong, was ist er? Also Tischtennis. Junior, ich glaube nicht Meister, aber irgendwie unter die besten 5 gekommen oder so. Und das macht er immer noch, spielt immer noch Tischtennis. Und da ist irgendwie so in Konstanz, ist er anscheinend bekannt, als so der coole Tischtennis-Dude. Und dann wird er immer wieder herausgefordert von Jungen, die sagen, hey komm, wir spielen um Geld. Und dann sagt er immer, nein, er spielt nicht um Geld, er spielt um Ehre. Wenn der Junge gegen ihn gewinnt, dann ladet er ihn in das Restaurant ein. Und wenn er gewinnt, muss der Junge eine WhatsApp all seine Kollegen und Kolleginnen schreiben, dass er gegen einen 70-Jährigen im Tischtennis verloren hat. Das finde ich großartig. Ich liebe so Zeugs. Wir haben früher, das ist jetzt wirklich lang her, jetzt habe ich es schon lange nicht gemacht, aber früher haben wir oft natürlich untereinander haben wir auch irgendwie PlayStation gespielt. Sicher nicht echt Sport, nein, sondern auf der PlayStation FIFA. Und ich glaube, was ist gesehen, wenn man 5-0 gewonnen hat, dann hätte man müssen, genau, dann hätte man müssen, damals Facebook, ja, das ist noch cool und hip gesehen, hätte man müssen einen Facebook-Post machen, wo man drin schreibt, dass man gerade gegen die Person 5-0 verloren hat. Und das ist, glaube ich, nie passiert. Bei einem 10-0 hat man mir einen handgeschriebenen Brief der Eltern geschrieben, dass man Schande über die Familie gebracht hat. Irgend so etwas. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich liebe so Wetten. Und dann hat der Wirt hat erzählt, irgendwie von 100 Matches, die er gemacht hat, verliert er, ich glaube, 2 oder 3 hat er wirklich verloren. Aber sonst hat er alle runtergequatscht. Was für ein geiles Sieg. Er hat noch viel mehr erzählt, was ich jetzt alles nicht mehr weiss. Aber es ist wirklich, wir sind am Zahlen gesehen und dann hat er eine halbe Stunde am Stück erzählt. Aber es ist wirklich, es ist eine Performance gesehen. Und darum empfehle ich euch das allen auch mal. Wenn ihr in der Nähe seid, geht mal ins Restaurant Dischinger, ja, wie Tisch, aber mit D. Dischinger in Konstanz. Ist gut bewertet. Food okay. Fleisch ist sehr gut. Sehr geiles Fleisch. Was habe ich gehabt? Rindsfilet. Auf dem Stein. Oh, ist das geil gewesen. Und vor allem der Dude ist sensationell. Also, gönnt euch das mal. Lasst euch eine gute Unterhaltung geben. Und lasst euch ein bisschen bespaßen von dem Typ. Also wirklich, sehr, sehr empfehlenswert. Ja, so. Was kann ich euch sonst noch erzählen? Ich bin ja privat Shows schauen, genau. Und zwar etwas, was ich nie im Leben gedacht hätte, dass ich das mal würde schauen. Stomp. So heisst es. Stomp. Kennen vielleicht ein paar von euch. Das ist, warte, ich muss jetzt gleich mal mein Mic, also. So.
Also, jetzt ist das Mikrofon auf dem Küchentisch. Und Stomp ist etwa das. Das ist meine Kurzinterpretation von Stomp. Stomp ist ja, so eine grosse Show. So eine grosse Show, wo sie mit Abfallkübel und Zeitungen und Besen, genau das ist das Bekannte, Besen, mit dem machen sie Rhythmusmusik. Rhythmische Musik. Ohne Melodie, sag ich jetzt mal. Und das gibt es ja seit Jahrzehnten mittlerweile. Und die Geschichte ist irgendwie, dass sie auf der Straße von New York entstanden. Ich habe eher das Gefühl, es ist in einer zugekoksten Werbeagentur in New York entstanden. Aber beides ist möglich. Und die Tochter von meiner Freundin, die hat sich das auf Weihnachten gewünscht. Ja, also meine Freundin hat sie gefragt irgendwann so, ja, was wünschst du dir eigentlich auf Weihnachten? Und sie so, oh, ich würde mega gerne das schauen, wo sie so mit der Base irgendwie so Schlagzeug spielen, sagen wir mal, so rumtrummeln. Und meine Freundin hat fast schon eine Phobie von Sachen, wo dann irgendwie musikalisch, wie nennt man das? Ja, so Rhythmus machen mit Gegenstand. Das ist eigentlich, ja. Das findet sie etwas vom Schlimmsten. Irgendwie, sie kriegt wirklich so eine körperliche Reaktion drauf. Oder? Also, ich glaube, wirklich so ein bisschen Phobie. Also, wenn jetzt irgendwie würdest mit Geschirr oder eben so, hey! Und dann Flasche. Oh, oh. So, irgendwie, das findet sie nicht so. Also, ist schon mal klar gewesen, dass sie das nicht gut schaut. Und ich mache immer Angst, dass ich finde, irgendwann schenke ich ihr ein Küchenkonzert mit den Kids. Nämlich einfach so, ich übe mega lang, immer wenn sie nicht rum ist, übe ich mit den Kids so ein volles Küchenkonzert und irgendwie, weißt du, dann machst du so Schubladen auf und zu und du nimmst das Besteck und dann nimmst du noch eine große Pfanne mit dem Kochlöffel und hämmerst dort dagegen. Und sie fand das Schlimmste, aber sie dürfte halt einfach nichts sagen. Weil die Kids und ich haben uns so Mühe gemacht, ihr das Konzert zu geben. Ich würde es natürlich nicht machen. Aber es ist dann halt so wie klar gewesen, hey, sie geht das nicht schauen. Und ich so, ich kann gerne irgendetwas schauen. Ich bin immer fasziniert von Bühne, egal was es ist. Gibt mir immer irgendetwas. Ja? Und dann habe ich gefunden, ich kaufe 2 Tickets. Für die Tochter von meiner Freundin und mich, ja, die erwachsene Begleitung sozusagen. Und dann sind wir in Zürich ins Theater 11, was ich eh noch geil finde. Und da haben wir uns das gegeben. Und es ist ohne Pause eine Stunde und was, 40 Minuten? Jetzt weiß ich es schon nicht mehr, ich muss nochmal überlegen. Eine Stunde und 50 ohne Pause ist es gegangen. Eine Stunde 50 ohne Pause vor. Also, es ist schon intensiv gesehen. Aber auch sehr lustig und spannend zu sehen, was man alles kann machen mit einer Röhre, mit einem Besen und einer Zeitung. Und es ist ein schöner Ausflug gewesen, das kann ich wirklich sagen. Also es hat trotz allem sehr Spass gemacht. Trotz allem ist es so. Ich habe einfach nicht gedacht, dass es 1 Stunde 50 geht, ohne Pause. Das ist schon lang, ja. Also wenn ich lang spiele und ich schwätze ja noch, also gibt ja noch so etwas wie eine Interaktion, dann bin ich bei 80. 90 ist es auch schon gesehen, aber eine Stunde 50. Puh, intenso.
Aber wie gesagt, ich sehe, da kann ich jetzt keine Werbung mehr dafür machen. Aber ich kann sonst noch Werbung machen. Ich habe nämlich noch zum Abschluss etwas Kleines. Ich habe mich mal auseinandergesetzt mit dem, wo jetzt alle davor immer reden, das ChatGPT. Ja, künstliche Intelligenz, so also ein Chatbot, wo du auf irgendetwas reintippen kannst und dann gibt er dir Antwort oder sie oder es. Und ich habe gefunden, hey, mach mir doch mal einen guten Werbetext für den Comedian Joel von Mutzenbecher. Und weil ich euch am Anfang erzählt habe, dass meine Tourdaten, die letzten vom aktuellen Solo und die neuen vom neuen Solo online sind, dort werden noch mehr dazukommen, habe ich gedacht, ich mache euch jetzt noch einen kurzen Werbespot zum Schluss. Nicht von mir geschrieben, sondern von ChatGPT. Okay, here goes. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist ein bisschen veraltet, das würde ich so nicht schreiben. Ich bin begeistert, Ihnen einen der witzigsten und talentiertesten Comedians vorstellen zu dürfen. Das kann ich so unterschreiben. Joel von Mutzenbecher. Joel bringt mit seiner unnachahmlichen Bühnenpräsenz und seinem unvergleichlichen Humor das Publikum zum Lachen. Seine Pointen und Geschichten sind clever, lustig und treffen genau den Nerv der Zeit. Der letzte Teil, da habe ich in meinem letzten Pressetext tatsächlich drin gehabt und das hat sich ChatGPT so rausgezogen, also kann ich auch unterschreiben. Wenn Sie auf der Suche nach einem unvergesslichen Abend voller Lacher und guter Laune sind, dann sollten Sie unbedingt eine Show von Joel besuchen. Seine Auftritte sind immer ein Erlebnis und lassen das Publikum begeistert zurück. Er interagiert mit dem Publikum, improvisiert auf der Bühne und passt die Vorstellungen an die Energie und Stimmung des Publikums an. So war. Verpassen Sie nicht die Chance, Joel von Mutzenbecher live zu erleben. Informieren Sie sich jetzt über seine kommenden Auftritte und sichern Sie sich Ihre Tickets. www.joelvonmutzenbecher.ch. Und somit vielen Dank, haben dir die Solo-Folge gelost. Nächste Woche wieder mit Gast. Hoffentlich. Und sonst muss ich mir einen neuen Text von ChatGPT schreiben lassen. Falls du eine Mail schreiben willst, irgendeine Frage, irgendein Kommentar, mache das auf podcast@joelvonmutzenbecher.ch und jetzt genießt euren Tag, eure Oben, eure Nacht, was da immer macht. Seid lieb zueinander. Bis ganz bald. Ich bin einmal weg. Peace.